Oh, ich bin voll. Ich wundere mich schon, warum das Ding so leise ist. Das liegt am Captain Morgan. Ich habe heute noch keinen getrunken. Ja, das glaube ich. Ich so komme, bleibst du quer vom. Ne. Warte. warte. Legen wir schon hin. Ja. So, Moment. Jo. Gib aus. Bin dabei. Gib's mir! Ich bin noch, hab noch 70. Guck dir das an, hast du ein Streu. Durchgehend. Ja, wieder FSK 18 Folge. So? Ja, nur so. Guck dir diesen Kornstrahl ein, was ist denn da wieder auszusetzen? Nichts. Eindeutig, zweideutig. So. Ich bin leer, du bist voll. Wenn ihr immer schmutzige Gedanken habt, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Man guck dir mal den Bodenstabsauer, den er da vorne vor sich her schiebt. Ja. Sieht sehr unterhaltsam aus. Viel Spaß, Tom, in den nächsten 3 Stunden, ne? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Warte mal, ich muss doch hier zurück. Spricht der schon wieder nicht mit uns? Ja, ich? Ja, natürlich. Ich hab... Wow. Du hast keinen Spaß, wow. Sozusagen, ne? Doch, klar, Spaß. Achso. Nee, weil ich meine, ich habe gesagt, viel Spaß in den nächsten 3 bis 4 Stunden, wenn du den Meister erntest. Ja, einer muss es ja tun. Ich will es auch machen, aber du hast mich ja zum Weizen abholen bestellt. Für einen kann ich das nehmen? 2. Akte 3. Ja. Ach, oh, gut, das plötzlich Geld hin ist, was wir schon doch verdient hätten. Ja, hier, Pöttinger, da. Alles versoffen. Ja, nee, aber ich meine, wir hatten doch schon Maschinen gehabt, wir hatten doch Geld gehabt und jetzt fehlt alles hinten bis vorne. Ja, aber mit Irgendwie haben wir das letzte Mal irgendwie alles verblasen. Ja, aber Gras, Mähwerk und so brauchten. Ja, okay. Oder? Hey. Glaube ich zumindest, also als wir letztes Mal gespielt haben. Das ist doch alles nicht so die Welt. Nee, das. Die Welt kostet wirklich nicht. Aber die Welt ist nicht genug. Deutschen. Wir haben auf den neuen James Bond gespannt. Ich kenne nicht mal einen alten. Wie, du guckst keinen James Bond? Ich habe jetzt schon wochenlang keinen Fernseher mehr geguckt. Und vorher auch bloß ein bisschen aufgenommene Serien oder so, weil ich gucke von Haus aus kein Live-Fernsehen mehr, weil ich habe eine Allergie gegen Werbung und gegen den Scheiß, den die ganzen Tag bloß noch abziehen. Das ja, aber und du kennst ja James Bond. Ja, die alten kenne ich. Okay. Bis Sean Connery, oder? Ja, ich glaube, der von den neueren in Ehen habe ich schon gesehen gehabt hier mit. Danny Craig. Ja, ich glaube, den ersten Daniel Craig, den wir schon gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob dann hinterher noch was kommt und so weiter, weil ich habe irgendwie am Fernsehen das Interesse verloren. Ja, das ist verständlich. Also ich habe noch keinen einzigen Teil von James Bond gesehen. Ah, ihr seid echt Kulturbanausen. Also die alten, die muss man eigentlich kennen. Ja. Wo es noch richtig schöne Filme waren mit Connery und Roger Moore oder so, weißt du? Ja, das war noch gut. Anständige, das war noch richtig gute. Ja. Bei Pierce Brosnan gab es auch noch so 1-2, die noch okay waren, fand ich. Ich stehe nicht auf Pierce Brosnan. Nee, ich auch nicht, aber die Filme waren verhältnismäßig gut. Ah, da bist du ja gerade hier, warte mal. Das ist ein guter Schauspieler, aber irgendwie was fehlt. Welchen Schauspieler ich überhaupt nicht leiden kann, ist jetzt habe ich seinen Namen schon vergessen. Nicolas Cage, den kann ich überhaupt nicht leiden. Ist denn? Das ist mal wieder absolut gegenteiliger Meinung. Echt? Ja, ich mag den beste, absolut. Nicolas Cage? Ist der beste Schauspieler. Der hat doch für 5 verschiedene Emotionen einen Gesichtsausdruck. Das möchte ich so nicht behaupten, aber er schlägt mal ein bisschen so. Ich sag mal, er schlägt außer der Reihe. Irgendwie. Das ist eben so ein. Ist ein Action-Typ und so weiter, weißt du? Ja. Ich mag den einfach. Ich finde den Film nur noch 6 Sekunden, ich finde den so geil. Ja.
jeden seine Meinung. Ja, ich wollte jetzt zwar nichts Falsches sagen. Ich meine bloß, ich habe eine Freundin gehabt, die hatte Schwarzenegger gehasst. Dieser Hackfresser. Und ich habe den gemocht. Ja, Schwarzenegger ist auch gut. Beispiel. Ja, der kommt auch dieses Jahr. Ich mochte den seine Art. Ich weiß nicht. Dieses Jahr kommt auch der neue, dieses Jahr kommt der neue Terminator raus. Mit Schwarzenegger? Mit Schwarzenegger, ja. Ja, da frage ich mich doch, aber der ist doch Gouverneur immer noch, hä? Nee, nicht mehr. Nee, ist schon nicht lange mehr, jetzt darf er wieder Filme machen. Das war doch damals so, wenn du da bei denen in der Politik bist, da durftest du doch keine Filme mehr machen. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist er raus. Also aus der Politik raus. Der war die Hackfresse oder mal. Der hat ja den zweiten Teil von Dingando gedreht. Incredible, oder wie der heißt. Da wo die ganzen Schauspieler dabei sind. Schon ja, mit Stallone und so weiter. Ja, genau. Ist der noch, der Film? Ja, großen da. Ja, das den kenne ich nicht, den zweiten Teil. Ich kenne bloß den ersten. Ja, nicht Incredibles, sondern... The Expendables oder so. War das ja, das? Genau. Expendables, so. Ja. Ja, ich bin kein Engländer. Tut mir leid. Ja, I am German. Ja. So, war da mal irgendwo ein Loch, wo so ein paar... Ach, der Flö. Was? Ach, der Flö. Kein Helfer? Ach, der Flö. Was denn? Ich wollte hier die Raster hier in unsere Gosse werfen, hier diese Nation hier, die mir mit deinem jetzt auf den Hänger geklatscht hast. Und du stellst dann natürlich aber genau diesen Monster hier vor der Crane Station, dass man nicht mal fahren kann. Entschuldigung. was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass hier beim wird keine Saat ausge... Hm? Wird keine Saat? Hä? Da wird also, keine Saat. Das funktioniert in der Helfer nicht. Sehe ich jetzt nicht. Ja, hier passiert nichts. Weißt du nicht, was du gerade machst? Was ist bei dir nicht? Ich stehe auf Feld 2 und habe da einen Helfer. Hast du die Saatmaschine dran gebammelt? Ja. Und er sieht nicht? Nee. Komisch. Steig mal ein. Ja, und ich stehe vor der Crane Station und kann ja bloß abkoppeln, aber nicht abladen. Was ist denn hier los, Alter? Hat irgendjemand schon mal was in die Crane Station reingehauen hier? Nee. Was für ein Ding? Ja, oder wie das heißt. Ja, die Korngäuse, Mensch. Da bin ich wieder. BB. Auf dem Hof. Hidan? Hä? Magst du Filme? Kommt dran, was für Art Film meinst du denn? Kennst du Nicolas Cage? Ja. Wie findest du Nicolas Cage? In Ordnung. Ja. Okay. Ihr habt alle keine Ahnung von Filmen. Ja. Kommt dran, welchen Film meinst du denn von dem Typen? Ich meine generell, ich hasse Nicolas Cage. Generell, ach so. Einfach, pauschal. Die seht doch, was willst du denn? Wie die seht? Ich sehe aber nicht, dass ihr irgendwas gern, also das, nicht, dass ihr irgendwas... Dass hier irgendwie was auf dem Feld ist, noch nichts drauf hier. Ich sehe keine Saatspur. Wir reden jetzt von der Saatmaschine, wo ich gerade hinterher renne, hä? Nein, ich meine die auf Feld 2. Ja, da renne ich gerade hinterher, die seht doch. Wo, ich sehe dich gar nicht. Auf Feld 2. Ja. Du bist schon auf dem gleichen Server, Flo. Ich sehe gar nicht. Hier vorne an der Kante, da hat sie nicht gesehen, komischerweise. Aber hier, wo die jetzt fährt, sieht sie. Warte mal, wieso sehe ich dich? Dort, wo du läufst, ist doch gesät. Das ist doch dunkler als rechts und links. Nee, bei mir nicht. Was? Bei mir ist alles gleich hell. Bei mir schon. Also. Hier, wo ich jetzt laufe, ist es grober, etwas heller. Und hier, wo ich jetzt laufe, ist es gesät. Ich sehe dich aber überhaupt nirgendwo laufen, um ehrlich zu sein. Ich stehe genau hinter dir, Alter. Bei mir bist du auf dem Hof. Jetzt stehe ich sogar auf dir. Wenn ich in GTA wäre, würde ich dir jetzt ein paar Boxen. Warte, ich guck mal nach oben. Ich sehe dich nicht. unsichtbar. Ja, bei mir bist du... In der Geist, seht euch von mir vor. Bei mir bist du anderen Worten, auf dem Hof bist nichts. Du bei mir. Nein, ich bin jetzt genau... Ich renne dir hinterher. Ich häng dir richtig an den Hacken. Jetzt sind wir zusammengelaufen. Du bist bei mir echt unsichtbar. Ja, das Problem, also ich, wie gesagt, bei mir ist wirst du nicht meine Anwesenheit. Doch, wird ja nicht kalt. Auf dir drauf. Kalten Hauch im Genick. Ja, ich laufe wieder weg. Ja, macht ja nichts, ist ja nicht so wild. Wo sind jetzt hin?
Jetzt bin ich. Du verschwunden vor mir, schlagartig. Ja. Nee, jetzt, ja. Jetzt bist du in der Raube. Ja. Und raubst. Wir mal gucken, was jetzt die Raube macht. Ich stell mich jetzt mal vor die Raube. Theoretisch müsstest du stehen bleiben, daran müsstest du merken, dass ich da bin. Ja. Jetzt ist sie angehalten, Tatsache. Siehst mich aber nicht, aber sie hält ein, ne? Ja. Cool, wa? Das ist echt cool, ja. Das gibt's ja manchmal. Jetzt bin ich weggegangen. Unsichtbare Spieler im Multiplayer gibt. Okay, das dazu. Ja, aber auch dieser, bei mir sieht das Feld auch genau gleich aus. Irgendwas. Eigenartig. Ja, irgendwas stimmt hier nicht gerade. Irgendwie vergisst dein Server irgendwelche Informationen zu senden. Oder vergisst der Server dir irgendwas zu senden. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, deswegen leckt es bei mir wahrscheinlich auch so. Fahren Sie vorwärts, König. Lassen Sie mich auf der Raupe mitfahren. Bitte. So, ich sitze jetzt in der Saatmaschine. Siehst du jetzt wenigstens meinen Namen drüber? Ja, jetzt sehe ich ihn drüber. Steig mal aus. Zack, verschwunden. Zack, verschwunden? Ja. Okay. Ich hab's auf Video. Und bei mir sieht witzigerweise auch alles gleich aus. Auf dem Feld. Also wenn es gegrubbert ist. Nee, hier vorne, wo es so war, ist es dunkler und die Textur feiner. Nee. Absolut nicht. Oder ich habe einen Knick in der Optik, ich weiß es nicht. Naja. Nichtsdestotrotz. Macht ja nichts. Setzen wir uns aber ein bisschen in den Rasenmäher rein. Da ist der Rasenmäher. Oh, Leute, ich hab Hitze rein. Was Hitze rein? Ich bin im Klimakterium. 47 Jahre alt, komm ins Klimakterium. Kann man mit dem Mähdrescher oder können wir es machen? Ja, ich guck mal kurz, warte. Garage. Theoretisch gibt's doch da ein Maisschneidwerk für die Dinger. Ja, ich weiß ja nicht, ob es das gibt für den. Hier steht nur Fortschritt E302 Cutter, steht aber nicht, was das kann. 302, das ist der Rasenmäher. Ja. Nee, du musst da bei der Schneidwerke hier. E514 Cutter. Ich will hier bei der Drescher gucken. Ja, Katschi Assembler Mod. Sogar im Angebot. 15%, 4000 und noch was. Ach da, das ist ein Maisgebiss, ja. Sieht aus wie ein russisches Maisgebiss. Ja. Könntest du kaufen, dann können wir die Mais damit ernten. Ja, ich kaufe mal auch. Ja, wir brauchen mal Körnermais. Ja. Ja, aber dann Körnermais können wir verkaufen. Geht beim Händler. Und dann machen wir mal einmal so. Weil dann können wir ja mal die Viecher so einmal so normalen Mais geben und Gras oder irgendwas anderes. Oder aber nur Gras fressen halt. Nochmal ein kleines Feld da mit Mais, dann können wir ja den Maiswechsler ab und an hernehmen. Ja, dann fahr ich mal zum Shop. Okay. Da können wir uns irgendwann mal ein Krone Big X kaufen. Einmal hin. Bin ich wieder zurück, das reicht. Die Krone BX hat wahrscheinlich schon das Schneidwerk genau die Breite des Feldes. Ungefähr. Cool. hat denn schon jemand. Da hinten liegt glaube ich noch das Stroh. Das Stroh kann auch abgeholt werden. Ja, das mache ich dann, wenn ich da jetzt mit dem. Wenn der Hänger voll ist, dann verteile ich das jetzt einmal ein bisschen über die Tiere. Ja. Aber du hast doch Häckselgut jetzt bei dir hinten drauf. Ja. Das ist doch kein Körner. Die Tiere genauso. Achso, okay. Stopp, Leute. Man kennt halt einfach, dass du in der Stadt groß geworden bist. Ich weiß schon, dass Tiere. Du hast von Körnermais gesprochen und ich habe dich darauf hingewiesen, dass du Häckselgut drauf hast. Das wollte ich nur sagen damit. Ich weiß, dass Tiere auch Geschwitter kriegen können. Mehr oder weniger. Na, aber ich bin wirklich in der Stadt groß geworden, ja. Landwirtschaftlich nicht so erfahren wie ihr beide. Ich bin gebürtiger Leipziger. Ach so. Ja, das. Mag man, weiß. Okay. Nein. So, jetzt gucken wir auf welchen. Ah, auf 6 bist du, Tom, ne? Ja. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Unten in den Kommentaren könnt ihr lustige Kommentare schreiben.
In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Maisernte im Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Oldtimes und schaut gerne auch beim Euro Truck Simulator 2 vorbei. Vielen Dank. Ciao, ciao.